Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Schön, dass Sie den Weg zu Kunst, System, Relevanz Nr. 7 gefunden haben. Mein Name ist Emmanuel Mier. Ich leite das Landesbüro für Bildende Kunst NRW und freue mich sehr, dass wir heute mit Anne Schülke und Michael Hirsch sprechen werden. Diese Reihe für diejenigen, die zum ersten Mal bei uns sind, ist schon vor 2 Jahren initiiert worden und der Sinn hinter Kunstsystemrelevanz ist, dass Menschen aus unterschiedlichen Ecken zusammenkommen und sich über bestimmten Themen unterhalten, die natürlich mit Kunst verbunden sind, aber allgemeingesellschaftlichen und politischen Themen betreffen. Und heute Abend wird sich die Düsseldorferin oder die aus Düsseldorf stammende Medienkünstlerin Anne Schülke mit einem Gast unterhalten, mit Michael Hirsch, den ich an dieser Stelle ganz herzlich begrüße, den wir auch schon im letzten Jahr hier innerhalb dieser Sendung, dieses Gesprächsreihe begrüßen dürften. Und das Gespräch wird praktisch mal weitergehen mit neuen Inhalten natürlich, mit neuen Hintergründen. Das wird Anne gleich erläutern. Und das Gespräch ist wie immer aufgezeichnet. Für diejenigen, die später dazu kommen werden, ist es ja auch selbstverständlich. Aber das Neue ist, dass wir mittlerweile auch einen YouTube-Kanal haben, der Kunstsystemrelevanz heißt. Und wo wir unsere Gespräche archivieren können, sodass sie dann sehr einfach zu finden sind. Also ich freue mich sehr, dass die Gruppe hier ist. Zur Erinnerung auch noch, es gab vor einer Woche eine Lesegruppe, die sich mit Anne, also die mit Anne zusammengekommen ist und wo man sich über die neuesten Publikationen oder über die neuesten Schriften von Michael Hirsch gesprochen hat. Und Mitglieder dieser Gruppe oder Teilnehmerinnen dieser Gruppe sind heute auch vertreten und werden ihre Fragen dann direkt stellen. Und insofern freue ich mich auch sehr auf das Gespräch, was kommt. Das Gespräch ist, wie gesagt, auf die Arbeit von Michael Hirsch konzentriert. Michael Hirsch zur kurzen Vorstellung ist Philosoph, Kunsttheoretiker und Autor. Er ist Privatdozent für politische Theorie und Ideengeschichte an der Uni Siegen. Und vor wenigen Wochen, 1, 2 Monaten, ist sein neuestes Buch erschienen, Kulturarbeit, progressive Desillusionierung und professioneller Amateur, in Textem Verlag herausgekommen. Es wird Die Thesen, die darin präsentiert sind, werden dann sicherlich heute zur Sprache kommen. Und alles Weiteres möchte ich an Anne weitergeben, die, wie gesagt, schon letzte Woche sehr tief in die Materie eingestiegen ist. Anne, du hast das Wort, ein schönes Gespräch. Ich bleibe dabei, auch wenn ich mich mal für eine kurze Zeit dann bildlich ausschalte. Vielen Dank für die Vorstellung. Vielen Dank, Michael Hirsch, dass du heute Abend da bist. Wir sind jetzt das dritte Mal schon zusammen hier online. Letztes Jahr hast du einmal mit uns gesprochen und Anfang dieses Jahres hast du auch an einem runden Tischgespräch teilgenommen. Und ich freue mich, dass wir das jetzt hier vertiefen können. Das ist ja auch so ein bisschen ein Anliegen dieser Reihe. Deswegen gibt es die Lesegruppe. Und ich freue mich, dass wir über dein neues Buch sprechen können, das Emanuel ja eben auch schon erwähnt hat, das bei Textem in Hamburg erschienen ist. Bevor wir starten, möchte ich noch kurz was sagen, weil ich das jetzt immer mache, wenn ich öffentlich spreche. Angesichts dieses neuen Krieges in Europa gibt es ganz viel zu sagen und ganz viel zu fragen und zu diskutieren, was wir jetzt hier nicht machen, aber wir können spenden, uns informieren und ich finde, eine besonders tolle Plattform ist Leave No One Behind, eine Organisation, die sich um Menschen kümmert, die auf der Flucht sind und die an den europäischen Außengrenzen in schwierigen Situationen existieren müssen. Ich poste gleich einen Link zu der Seite. Und freue mich, wenn ihr euch dort informiert oder auch spendet. Man kann auch sehr tatkräftig mithelfen. Michael, ich freue mich, wenn du dein Buch ein wenig vorstellst. Und ich würde vielleicht gerne kurz sagen, so ein Lektüre-Eindruck, den ich hatte, den glaube ich, die Leute, die ich kenne, teilen, ist, er formuliert etwas,
was ich oft empfinde, oft angedacht habe, aber nicht zu Ende gesprochen habe. Und vielleicht kann ich sogar in eine Art Handeln kommen nach dieser Lektüre. So habe ich das empfunden. Also das ist, das trifft ziemlich ins Schwarze so für viele Menschen im Kunstbereich, spreche ich jetzt mal. Ich denke, in der Wissenschaft ist das ganz ähnlich. Und wir haben das auch letzte Woche in der Reading Group, in der Lesegruppe so besprochen, dass wir da sehr uns also unmittelbar wiederfinden konnten in vielen Bildern. Vor allem der Esel scheint es vielen anzutun. Vielleicht möchte Steven da später auch selber noch mal was zu erzählen. Aber diese Arbeit ist wirklich eine tolle Metapher oder ein tolles Bild, sehr konkretes für das Erleben vieler von uns, die hinter ihrer Möhre herrennen, die sie systemisch niemals werden erreichen können und sich dabei auch in einen Zustand der Erschöpfung arbeiten und denken und manövrieren. Ich freue mich, wenn du uns was vorstellst. Und das wird jetzt für die anderen kurz erklärt, ein bisschen frontal kurz, und dann öffnen wir das aber gleich in das Gespräch. Okay. Ich versuche, alle Fragen einzubinden, die wir vorformuliert haben. Ich bitte euch aber auch eindringlich, wenn ihr euch nicht repräsentiert fühlt, euch selber zu Wort zu melden. Meldet euch physisch oder digital. Ich kriege das mit. Wir sind nicht so viele. Das wird unproblematisch. Ja, und nun übergebe ich das Wort. Ja. Ich wollte nur mal hier das Bild zeigen. Kann man da was sehen? So ein bisschen. Das ist der Esel und die Karotte. Das ist das Leitmotiv dieses Buches. Jetzt wollte ich im Prinzip, das Thema des heutigen Abends ist ja Kunstsystemrelevanz und die Frage nach den Künstlerbildern, also nach der Aufgabe oder dem Begriff des Künstlers. Und da bin ich natürlich einer sehr emphatischen Ansicht, also ich sehe da eine sehr hohe Aufgabe. Wichtig ist aber der Zusatz für mich, dass ich unter Künstler und Künstlerin etwas verstehe, was im Prinzip mit dem, zum Beispiel mit dem Künstlersozialversicherungsgesetz gemeint ist. Das heißt, es ist eben nicht beschränkt auf bildende Künstler, sondern es betrifft alle Formen kultureller und geistiger Tätigkeit. Also ein unglaublich breites Terrain. Das ist sehr wichtig, dass wir aufhören, nur unseren eigenen Bereich zu sehen. Also ich bin ja sozusagen ursprünglich eher in der Wissenschaft tätig gewesen. Jetzt bin ich so zwischen Kunstsystem, Wissenschaft und Publizistik. Und ich glaube, sehr viele Leute sind zwischen den Systemen unterwegs. Und ein großes Problem ist, glaube ich, der große Professionalisierungs- oder Spezialisierungszwang. Also deswegen eine wichtige Voraussetzung: Wir sollten aufhören, von engen Berufsbildern auszugehen und müssen sozusagen breiter denken. Und da ist zum Beispiel das Künstlersozialversicherungsgesetz relativ avanciert. Es schließt auch bestimmte Berufsgruppen aus, aber sagen wir mal, es hat so eine Tendenz zur Erweiterung des Feldes. Das finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir also transdisziplinär denken und diesen Begriff einer autonomen Arbeit von vornherein als problematisch, aber auch als möglich denken. So, und die erste, die These oder die Frage, die mich interessiert im Kontext, wenn wir über Künstlerbilder, dieser Form von Arbeit und Existenz sprechen, also ein bestimmter Typus von Arbeiten und Leben, ist meine Grundthese, das handelt sich um ein Leben im Widerspruch. Ja? Der Widerspruch ist nämlich der Widerspruch oder eine Dialektik von einerseits einem Autonomieanspruch, also der Anspruch einer geistigen Souveränität, einer Ermächtigung, einer auf der einen Seite, also die Hypothese der Unabhängigkeit von bestimmten gegebenen Bedingungen, auf der anderen Seite aber das Faktum von sozialer Nichtsouveränität und Abhängigkeit. Das heißt, auf der einen Seite operieren wir in einem Feld der Souveränität, sozusagen als ob wir nicht unter 100.000 sozialen Beschränkungen und Abhängigkeiten und so weiter existieren würden. Auf der anderen Seite leben wir aber natürlich in genau diesen materiellen und symbolischen Abhängigkeiten. Und ich glaube, unsere Aufgabe besteht darin, für diese Dialektik einen besseren Begriff zu finden, eine bessere Sprache, um nicht uns jeweils auf die eine Seite reduzieren zu lassen. Also so nicht in die idealistische Falle zu gehen, aber auch nicht in die materialistische Falle zu gehen, sondern das zusammenzudenken. Da ist, glaube ich, das wichtigste Bild für diesen Komplex, stammt eigentlich von dem französischen Philosophen Georges Bataille, der von einer beschränkten und einer allgemeinen Ökonomie spricht. Und er sagt, im Bereich der allgemeinen Ökonomie, er nennt es so schön poetisch, ist alles unendlich reich und im Überfluss vorhanden.
Und aus diesem Bereich schöpfen wir im Grunde genommen als kulturell geistig tätige Menschen. Und gleichzeitig gibt es aber den Bereich der beschränkten Ökonomie, und dort gilt das Gesetz der Knappheit und der Ressourcenabwägung und der Berechnung. Und im Grunde genommen müssen wir eigentlich lernen, sozusagen Standbein, Spielbeinmäßig gleichzeitig in beiden Bereichen tätig zu sein. Und ich glaube, das ist die Kunst, die es zu erlernen gibt. Also das ist die sozusagen die wesentliche Vorbemerkung, die ich in dem Komplex machen möchte und die ich für sehr, sehr wichtig halte. Und das Leben im Widerspruch, was eigentlich so eine Art Leitmotiv für dieses Buch ist, wo ich in der Tat, wie du es vorhin gesagt hast, Anne, sehe, ich mit diesem Anspruch der Selbstermächtigung sehr stark operiert habe. Das heißt, ich möchte etwas mitteilen, was ich für eine Massenerfahrung halte. Und ich glaube, dass eine bestimmte Form der Mitteilung eben die Potenz einer Ermächtigung hat. Das haben mir sehr viele Leute auch so mitgeteilt. Ich habe selber auch diesen Eindruck für mich selbst beim Schreiben gehabt. Der zweite Punkt des Widerspruchs neben dieser Dialektik von Souveränität und Nicht-Souveränität ist meines Erachtens die Dialektik des Politischen und des Ethischen. Denn auf der einen Seite gibt es quasi die politischen Bedingungen, die materiellen, faktischen Strukturen, die jetzt zum Beispiel in der Pandemie sehr unangenehm uns auf die Pelle gerückt sind. Nicht, dass sie vorher nicht auch da schon gewesen wären, aber jetzt noch mehr. Und auf der anderen Seite gibt es aber das Persönliche und das Ethische, also sozusagen die eigenen Existenzbedingungen, wo wir im Grunde genommen bestimmte Akzente setzen können, die wir vielleicht nicht unbedingt auf der politischen Ebene dauernd setzen können. Auch da gilt es meines Erachtens schärfer zu trennen, was an dem, was ich tue, ist jetzt ein politischer Punkt und was an dem, was ich tue, ist ein ethischer Punkt, und gleichzeitig aber die Dialektik zu sehen. Also was an einer ethischen Hypothese ist potenziell politisch? Und umgekehrt, was an politischen Forderungen hat irgendetwas mit dem besseren Leben und den Lebensbedingungen zu tun? Das zweite Gedankenmotiv meines Erachtens ist etwas, was in dem Buch nicht sehr prominent wörtlich vorkommt, aber was, ich glaube, sehr viel zu tun hat. Ich werde es nachher gleich andeuten, wenn ich ein Stück lese. Ist das, was bei Adorno und Benjamin in der jüdischen Philosophie als Messianismus bezeichnet wird, der Messianismus des winzigen Unterschieds. Das heißt, damit ist die Hypothese verbunden, eigentlich ist in bestimmten Formen des Arbeitens und Existierens sind konkrete Utopien oder kleine Splitter eines wahren Lebens schon längst vorhanden, aber sie sind sozusagen noch verpuppt, ja? Sie sind sozusagen nicht entfaltet. Das wahre Leben ist sozusagen schon da, es liegt gewissermaßen bereit, wir sind sozusagen schon ein Teil davon, aber es kann sich nicht entfalten. Ja? Es ist irgendwie nicht nur durch materielle Verunmöglichungen, sondern auch durch sozusagen mentale Dispositive, dass wir den Reichtum, in dem wir vielleicht schon längst leben, bestimmte Möglichkeiten, das, was wir längst schon tun, nicht genügend wahrnehmen. Das dritte, das hängt ganz eng mit dem Messianischen zusammen, ist der Begriff des Modells und der Modellhaftigkeit des künstlerisch-geistigen Arbeitens und Lebens. Modell heißt, alles gibt es zweimal. Jede Handlung ist quasi doppelt, weil einerseits ist sie sozusagen ein einzelnes Exemplar, eine Handlung X, auf der anderen Seite ist sie sozusagen potenziell als allgemeines Modell, als verallgemeinerbare These oder Hypothese gedacht. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt meines Erachtens auch für alle Formen von Kulturarbeit. Und das ist nämlich vor allem natürlich das Modell der Kritik von Lohnarbeit, die mit all diesen Tätigkeiten verbunden ist, also eines bestimmten Typs von Berechnung. Ja? Wir können ja nicht rausspringen aus der Lohnarbeit, aber wir können sozusagen ein Stück weit uns hinausbewegen mit dem, was wir tun. Und diese Negation, dieses modellhafte Verweigern einer bestimmten Art der Berechnung, ist sozusagen philosophisch gesprochen zugleich bestimmte Negation. Also ich lehne etwas Bestimmtes ab, markiere das. Es ist aber auch eine konkrete Utopie, das heißt die Behauptung, da gibt es eigentlich schon was anderes. Es gibt schon eine andere Handlungsmodalität. Und der vierte Punkt, den ich kurz noch vorweg eben auch erwähnen wollte, das Beispiel, das Bild, das ist die zentrale Metapher, die ich auch visuell, die wir als Bildmaterial in dem Buch verwendet haben, Kulturarbeit, ist der Esel und die Karotte. Das heißt, hinterherlaufen hinter unerreichbaren Zielen,
Also sozusagen gebannt sein an eine Illusionsmaschine von Normalität, Etablierung und Erfolg. Das heißt, hinter Zielen herlaufen, von der ja alle wissen, dass sie immer nur für circa zwischen 93 und 97 Prozent der Menschen unerreichbar sein werden oder höchstens in Momenten, kurz mal, ja, da denkt man immer, ja, jetzt habe ich ein Stück von dieser Karotte, dann ist man einen Moment ungeheuer besänftigt. Ja, ich kenne dieses Gefühl auch, um dann 4 Monate später festzustellen, ja, das ist schon wieder genau der gleiche Zustand wie vorher. So, und da gibt es natürlich eine sehr elementare Frage, wie man mit der Illusio des Spiels umgeht und wie weit wir das sozusagen dekonstruieren und entzaubern können. Ich behaupte eben mit dem Untertitel progressive Desillusionierung, dass so etwas möglich sei. Viele behaupten, man kann nicht desillusionieren, ohne danach zu Tode gelangweilt zu sein. Das ist sozusagen die konservative Hypothese, würde ich sagen. Und die progressive Hypothese ist, man kann aufklären und desillusionieren, ohne danach vor Langeweile und sozusagen Energiemangel in sich zu implodieren. Das ist sozusagen ein weltanschauliches Grunddilemma in sämtlichen modernen Diskussionen eigentlich. Das wurde immer zum Beispiel auch Adorno entgegengehalten von Dahrendorf auf dem Soziologentag. Also es ist sozusagen ein Klassiker zwischen liberal-konservativer Theorie und progressiver Theorie. Denn der Esel und die Karotte, diese Illusionsmaschine, ist natürlich ein hochpolitisches Konstrukt. Die politische Frage par excellence ist ja immer die Frage, wie Bourdieu mal sagte, wessen falschen Belohnungen, Verheißungen hinterherlaufen, unterwerfen wir uns natürlich den Interessen der Herrschenden, also denen, die solche Maschinen in Betrieb nehmen. Und dann haben wir sozusagen zu wenig Distanz zu diesem Spiel. Und mit der progressiven Desillusionierung meinen wir natürlich nichts anderes, als dass die Interessen der Mehrheit, der Menge, würde man jetzt im philosophischen Toni Negri-Deutsch oder der Multitude sagen, der vielen. Also dass wir sozusagen behaupten, es gibt mein Interesse, was nicht identisch ist mit diesen falschen Belohnungen. Die Gefahren des Hinterherlaufens hinter diesen Illusionen sind natürlich vielfältig, nämlich erstens die Gefahr der Unterwerfung unter die Mächtigen oder Herrschenden, die wenigen, und deren Willen, deren Meinungen, deren Geschmack und deren Ausbeutungspotenzialen, ja, also sozusagen für andere arbeiten, für andere tätig sein. Die Gefahr der Entfremdung, die Gefahr falscher Hoffnung, die Gefahr falscher Professionalisierung, die Gefahr einer ungeheuren repetitiven Langeweile, also Produktionsdruck, und die Gefahr der Zermürbung, also der Erschöpfung. Irgendwann gibt man auf, falls es zu anstrengend ist und zu wenig dabei rausspringt. Der 5. Punkt ist eben nochmals zurückgehen, was ist da mit diesem Modell der konkreten Utopie? Ich würde eben sagen, es gibt die Realität, das ist eben nicht nur die Behauptung, sondern die Realität, dass es so etwas wie ein Leben und Arbeiten mit intrinsischen Arbeitsmotivationen gibt. Das heißt, wir tun so, als ob wir nichts verlangen würden für diese Arbeit. Anders könnten wir das gar nicht machen. Und das ist, glaube ich, eine Realität, die aber im Bereich der Kulturarbeit sozusagen formal gesehen vollkommen identisch ist wie im Bereich der Haussorge und Beziehungsarbeit und des politischen Aktivismus. Das ist sozusagen strukturanalog. Alle diese Tätigkeiten werden zu ca. 95% ehrenamtlich oder schlecht bezahlt oder in Niedriglohnmodus verrichtet. Und das ist sozusagen eine konkrete, es ist nicht nur ein Elend, dass wir dafür nicht bezahlt werden, sondern eben auch der Vorschein einer befreiten Gesellschaft, nämlich die freie Verausgabung ohne die Hoffnung auf Zurückzahlung. Ja, sozusagen der Gestus der Verschwendung. In einer befreiten Gesellschaft wären alle zu fragen, was kriege ich eigentlich dafür? Das scheint mir ein sehr wichtiger Punkt zu sein. Und da ist eben auch, in meinen Hypothesen ist eben, dabei geht es ganz elementar um den Bereich dessen, was jetzt sozusagen neumodisch als Care bezeichnet wird, als Sorge. Es geht um den Bereich der Selbstsorge sehr stark. Das heißt, nicht zu vergessen, dass es da ja nicht nur darum geht, ich will irgendein großes Werk schaffen, sondern es geht auch darum, wir folgen auch der Fantasie eines eigenen guten Lebens dabei. Das scheint mir ein relativ wichtiger Punkt zu sein. Und das Letzte, bevor ich dann etwas ein paar Stücke aus meinem Buch vorlesen möchte, ist,
Das betrifft dann die politische Perspektive. Ideen oder Programme, über die wir uns unterhalten sollen, wenn wir uns mit diesem Feld Kunst und Kultur beschäftigen. Auf der anderen Seite geht es sozusagen um politische und juristische oder sozialpolitische Neuerungen und Reformperspektiven. Da ist die zentrale Hypothese, die ich eben da vertreten möchte, dass wir auf die Realität dessen, was ich gemischte Lebensweise oder gemischte Existenzweise oder Doppelleben nenne, dass wir quasi darauf unseren gesamten Sozialstaat und den Arbeitsmarkt zuschneiden sollten in Zukunft und eben nicht mehr auf die Illusion einer Vollbeschäftigungsgesellschaft, wo man sein Leben lang dieselbe Arbeit macht, wo man einen Beruf hat, wo man ganztags in ein und derselben Tätigkeit beschäftigt ist. Ja, und dass sozusagen der Sozialstaat und der Arbeitsmarkt und alle juristischen Institute im Grunde genommen auf die Utopie einer multiplen Existenz zugeschnitten werden muss, anstatt dass es so ist wie heute, wo sozusagen die Vielfältigkeit, in denen ja ungeheuer viele Menschen schon längst leben, im Grunde genommen eine durch die Institute des Sozialstaats extrem bestrafte Existenzweise ist. Also durch die Rentensysteme, dass sozusagen geringe Rentenanwartschaften angehäuft werden, dass zu große Pausen in der Erwerbsbiografie mich benachteiligen am Arbeitsmarkt und alle diese Dinge. Dass sozusagen das Doppelleben und die gemischte Existenz könnte in Zukunft sozusagen der Normalfall werden, wenn darauf politisch neue Institute zugeschnitten werden. Das betrifft sehr stark das Rentensystem, aber Angestellten- und Selbstständigkeitsverhältnis ist so zum Beispiel etwas, wo ich sofort ein Knockout-Problem mit der Künstlersozialkasse habe, ja, also ein konkretes Problem, vor dem ungeheuer viele Menschen stehen. Das ist aber die Normalität, das heißt, entweder muss man jetzt anfangen zu Job, also sozusagen dauernd vor tragischen Entscheidungen befindet man sich, und das ist, glaube ich, der Strukturfehler unseres gesamten Wohlfahrtsstaates, dass er auf falsche Normbiografien hin und Eindeutigkeiten hin entworfen wird, wo wir in Wirklichkeit sehr stark natürlich auch etwas mit den Doppelexistenzen zu tun von Menschen, die sehr stark lebenslang in Sorgezuständigkeiten existieren und von daher gesehen im heutigen Komplex gehandicapt sind. Und dazu gehört zu diesen politischen Reformperspektiven meines Erachtens, dass man sich sozusagen an die ältesten beiden Erkenntnisse des progressiven Second Wave Feminismus und dritte Welle erinnern sollte, nämlich erstens, das Persönliche ist politisch und umgekehrt. Und zweitens, dass es immer zugleich bei sämtlichen Reformdiskussionen, die in der Gesellschaft geführt werden, geht es immer um sozusagen um eine Dialektik von Umverteilungen. Also wir wollen Rechte, Anteile, materielle Güter umverteilen. Aber um umverteilen zu können, brauchen wir Umwertung. Das heißt, das ist sozusagen im Feminismus sozusagen, ist es die einzige große politische und geistige Bewegung der letzten Jahrzehnte geworden, wo völlig klar gemacht wurde, dass das identisch ist. Also man kann nicht gleichzeitig soziale Rechte und Anteile verschieben, ohne eine andere kulturelle Hypothese aufzustellen über den Wert einer Tätigkeit, zum Beispiel im Elterngeld oder in irgendwelchen anderen Instituten. Und das gilt aber sozusagen natürlich auch für sämtliche Bereiche der kulturellen Tätigkeit. Also wir müssen sozusagen Umwertungen vornehmen und an die Umwertungen, an die Umdeutungen unserer Existenz und unserer Arbeit ist immer zugleich automatisch eine Umverteilung von Ressourcen gebunden. So, und jetzt wollte ich vier kleine Stücke aus dem Buch vorlesen. Das erste Stück ist aus dem Kapitel 3. Das Kapitel 3 hat die Überschrift Das fast wahre Leben und der winzige Unterschied. Arbeit an den Widersprüchen. Und da möchte ich ein kleines Stückchen am Anfang vorlesen. Zum geschärften Klassenbewusstsein gehört für die Masse der Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter die konstitutive Spaltung der Identität. Zugleich Proletariat zu sein als Mitglied der Lohnarbeiterschaft, also des relativ beherrschten Teils im Kulturbereich, welcher Waren oder Tauschwerte für den Kulturbetrieb produziert, und zwar heute mit tendenziell abnehmendem Wert,
und kleine Bourgeoisie, also Mitglied einer kulturellen Bohème, die Gebrauchswerte für eine noch unklare Verwendung produziert und deren Wert könnte in Zukunft vielleicht zunehmen. Hier liegt die konkrete Utopie von Kulturarbeit. Um diese Utopie kultureller und intellektueller Arbeit zu entfalten, brauchen wir sowohl mehr Klassenbewusstsein, mehr politische Aufklärung, Interessenvertretung und Aktionen, als auch mehr Romantik, mehr Mythologie des Künstlers und der Intellektuellen als Prototyp eines befreiten Menschen, der lernt, mehr im eigenen Namen zu sprechen und zu wünschen, als wie bisher vor allem im Namen seiner Profession und seiner aktuellen wie angestrebten Positionen im professionellen Feld. Es geht um eine Revision der Erwartungen und Hoffnungen, die wir mit dem Leben als Künstlerinnen, Schriftsteller, Theoretikerinnen, Journalisten, Schauspielerinnen und Musiker verbinden. Nicht im Sinne einer Unterwerfung unter das Realitätsprinzip und seinen gegen anderslautende Erfahrungen blinden, grausamen Optimismus, der einen Dinge in der Zukunft anstreben und begehren lässt, von denen man doch eigentlich weiß, dass sie nur für eine kleine Minderheit erreichbar sind und die Mehrheit am Ende eher in die Irre führen und enttäuschen, sondern im Namen einer progressiven Desillusionierung, die das konstitutiv Unmögliche dieser Form des Arbeitens und Lebens als in der Gegenwart Mögliches lebbar werden lässt. Viele gehen bereits einen zum Teil schmerzhaften, zum Teil befreienden Weg, der zugleich einer der Aufklärung und der Verklärung ist. Wenn auch noch lange nicht die meisten. Viele Illusionen müssen dabei fallen gelassen und über viele schambehaftete, gerne verschwiegene Dinge gesprochen werden. Am Ende winkt vielleicht eine neue Heiterkeit, ein neues Selbstbewusstsein der intellektuellen und künstlerischen Lebensweise. Das, was der französische Philosoph François Julien in seinem Buch Ein zweites Leben als Luzidität bezeichnet. Eine illusionslose Klarheit, die das Leben in seiner Vergangenheit wie seiner Gegenwart und seiner Zukunft neu aufleuchten lässt. Eine Klarheit, die einen sowohl dasjenige sehen lässt, was schon da ist, an Elementen eines wahren Lebens, als auch dasjenige, was noch fehlt. Und dasjenige, wovon es vielleicht längst schon viel zu viel gibt. Anstatt also angesichts der Rezession in absonderliche Rechtfertigungen zu verfallen, welche vergeblich die ökonomische und politische Nützlichkeit der Kulturarbeit zu demonstrieren versuchen, ging es genau umgekehrt darum, durch die Angst vor der Überflüssigkeit der eigenen Arbeit und des eigenen Lebens hindurchzugehen. Ist eine Befreiung von falschen Erwartungen und Bewertungsmaßstäben für die jeweiligen individuellen Biografien des Lebens und Arbeitens möglich? Eine Befreiung von den kruden Mythen und Phantasmen von Aufstieg, Erfolg und Karriere? Können wir das so aufklären, dass die positiven, konkreten Utopien endlich einmal wirklich entfaltet werden? Die Arbeits- und Lebensweisen von künstlerisch und intellektuell Tätigen sind im emphatischen Sinne Modelle eines fast wahren Lebens, wenn auch noch in verpuppter Form wegen ungünstiger, falscher Bedingungen. Über dieses Fast sollten wir uns klarer werden, also über den Widerspruch zwischen dem Wahren und Schönen an der Existenzform der Künstler und demjenigen, was daran falsch ist, verdreht, verklemmt und entstellt. Dieser Text plädiert für Diskurse und Praktiken einer radikalen Wahrhaftigkeit, in deren Rahmen sich die Subjekte ungleich mehr mit ihren Wünschen und Bedürfnissen und Ängsten auseinandersetzen. Diese Diskurse und Praktiken sind zugleich ganz politisch, indem sie auf neue Vereinbarungen und Verträge über Rechte und Honorare, gegenseitige Erwartungen und Ansprüche abzielen, also auf einen Abbau der schlimmsten Winner-Takes-All-Märkte überhaupt. Und ganz romantisch, indem sie auf eine Erläuterung, eine unscheinbare Verwandlung der Subjekte in ihrem Selbstbewusstsein, in einem Selbstverständnis und in ihrer Lebensweise abzielen. Beides stellt einen Angriff auf das falsche Leistungs- und Berufsethos und die angemaßte Repräsentativ der herrschenden Eliten in den kulturellen Professionen dar. So, jetzt kommt ein Stück aus dem daran anschließenden Kapitel 4. Was die Überschrift trägt, Geld und Leben 1, es gibt also drei Kapitel, die heißen Geld und Leben, Befreiung von der Scham, sprechen wir über Geld.
Das gemeinsame soziale Interesse der meisten besteht eigentlich darin, eine materiell gesicherte Existenz zu haben und in möglichst kurzer Zeit unter möglichst würdevollen Bedingungen den Lebensunterhalt zu verdienen, mit Kulturarbeit oder auch anderen Tätigkeiten, um sich dann in der übrigen Zeit den Dingen zu widmen, die man für wirklich wichtig hält und mit denen man in der Regel kein oder kaum Geld verdienen kann. Politisch, im sozialen Gemein- und Vereinswesen, bei Freizeitbeschäftigungen und Hobbys, künstlerisch, schriftstellerisch, publizistisch, wissenschaftlich, performativ oder in der Sorgearbeit im Rahmen von Familien- und Freundschaftsverbänden tätig sein. Die Fälle, dass man mit der Tätigkeit oder den Aspekten des eigenen Berufs, die man liebt, ausreichend und dauerhaft Geld verdient, kommen zwar vor, sie stellen aber ein Minderheitenphänomen dar. Genauer gesagt, sie sind nicht repräsentativ, gelten aber dennoch als Norm. Die überwältigende Mehrheit der produktiven kulturellen Arbeit wird, wie die politische, soziale und Care-Arbeit, unbezahlt oder stark unterbezahlt verrichtet. Und sie wird durch eigene oder fremde Brotberufe, Transferzahlungen oder Erbschaften querfinanziert. Deswegen ist es von so großer Bedeutung, beide Bereiche, also den querfinanzierenden Part wie den, zu dem man sich berufen fühlt, beide Bereiche zugleich neu zu organisieren und umzugestalten, gerade in Zeiten von Krise und Pandemie, wo viele existenziell bedroht sind, denn die meisten sind ja in beiden Bereichen zugleich tätig. Es geht also darum, einen breiten und möglichst gleichen Zugang zu kultureller Arbeit, die Beteiligung an den verschiedenen Arbeitsmärkten und Feldern der Kultur, mit transparenten Mindestlöhnen und Mindeststandards für Gagen und Honorare, neuen Tarifordnungen für verkürzte Arbeitszeiten und Jobsharing und den Zugang und die faire Beteiligung an subsistenzsichernden übrigen Lohnarbeiten und den Leistungen des Sozialstaats. Und hier, das ist ein sehr wichtiger Punkt, sind die Interessen der Kultur-, Gemeinwesen- und Hausarbeiterinnen identisch mit denen aller anderen Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeiter, nämlich eine materiell gesicherte Existenz und möglichst kurze Arbeitszeiten unter möglichst würdigen Bedingungen bei möglichst existenzsichernden Löhnen. Und noch ein kleines Stück etwas weiter hinten in dem gleichen Kapitel. Wir müssen lernen, durch die Scham hindurchzugehen. Wir müssen lernen, auf die Frage, wie schaffst du es eigentlich, endlich ehrlich zuzugeben, wir schaffen es eigentlich kaum. Es geht eigentlich nicht. Es hat auch schon früher, vor Pandemie, Rezession und Kulturschlag, nicht funktioniert. Aber es wird so getan, als ob es auf Dauer ginge. Der Anschein wird aufrechterhalten und damit ein repressives System falscher Erwartungen. Es ist an der Zeit, das starke professionelle Selbstbild von Künstlerinnen und Intellektuellen abzurüsten. Ein Selbstbild, das suggeriert, es sei eigentlich alles in Ordnung. Oder als würde es demnächst in Ordnung kommen, irgendwann, wenn man vielleicht doch noch eine feste Stelle, einen Preis, eine Erbschaft oder einen neuen Auftrag oder Vertrag erhält. Progressive Desillusionierung hieße, endlich einzugestehen, für die allermeisten wird dieser Moment der Erlösung nicht kommen. Dieses aller steht nicht so im Buch, ich habe jetzt etwas übertrieben. Dieses Eingeständnis steht den meisten noch bevor. Zu sehr ist der Traum der selbstständigen Tätigkeit als Autorin oder Künstler mit einer kruden Mythologie von Erfolg und Erlösung verwoben. So, jetzt wollte ich noch ein kleines Stückchen aus... Wo haben wir es? Genau, dann mache ich aber, kürze ich das jetzt, dann wird es nur aus Kapitel 9, Seite, genau, das ist Kapitel 9. Und zwar ist das Kapitel Professionelle und Amateure sich dem Rechtfertigungs- und Produktionsterror entziehen. Ein reproduktionsorientiertes Paradigma, also im Gegensatz zu einem produktionsorientierten, kultureller Arbeit beleuchtet den latenten Zweck von Kunst, Wissenschaft, Theorie, Literatur, Musik und Theater, nämlich die Reproduktion
einer Lebens- und Erfahrungsweise, aus der im günstigen Fall geistige Produktionen erwachsen können. Das neue ökologische Paradigma würde einem Hauptgesetz folgen. Drosselung institutioneller Produktions-, Rechtfertigungs-, Spezialisierungs- und Anschlusszwänge, Reduktion all derjenigen Zwänge zu Überproduktion, Mehrarbeit und Konkurrenz, welche die Arbeits- und Lebensweise in der Kultur immer mehr verschlechtert haben, welche zur Kolonisierung der Lebenswelten durch die Systemwelten geführt haben. So entsteht ein anderes Berufsbild. Nicht die Professionalität der Bewirtschaftung der jeweiligen Felder, Betriebe und Institutionen durch Einzelne dominiert. Nicht die forcierte, in vielen Fällen längst erkennbar zwanghaft, unendlich langweilig und devot gewordenen Rituale der Berufsförmigkeit kultureller Arbeit. Nicht die ängstliche Sorge um den eigenen Rang, die eigene Position im professionellen Feld. Eine spielerische Note kehrt damit in die Arbeit an der Kultur ein und ein ganz anderer Ernst. Es gilt, den institutionellen Umbau der professionellen Apparate und Expertensysteme zu fördern, um ihre Durchlässigkeit zu Fantasie und Gemeinsinn zu erhöhen. Durch Mindestlöhne und subsistenzsichernde Honorare im Kulturbereich, Stellenteilungen und radikale Arbeitszeitverkürzungen in den institutionellen Kulturapparaten, veränderte Modalitäten bei Ausschreibungen von Aufträgen, Preisen, Stipendien und so weiter. Und es geht um die Arbeit an einem ganz anderen Selbstverständnis, einer anderen Berufsethik kultureller Arbeiterinnen, welche ihre gefährliche Überidentifikation mit dem Betrieb langsam auflöst. Diese Versuche des Autonomwerdens arbeiten mit einer Logik und einem Ethos des Antiprofessionellen. Antiprofessionell ist etwas anderes als unprofessionell. Der professionelle Amateur ist ungleich besorgter um sein eigenes Leben und seine Lebensqualität als der Professionelle. Wir halten an den emphatischen Ansprüchen an die eigene Arbeit fest. Zugleich schützen wir unsere Arbeit und damit unser eigenes Leben davor, von den Disziplinierungs- und Selbstzurichtungszwängen der kulturellen Systeme determiniert und ihnen unterworfen zu werden. Diese Fluchtlinien des Antiprofessionellen sind zwar eine jeweilige persönliche Bewegung, aber eben auch eine kollektive Bewegung, abhängig von den Bewegungen aller anderen. Je stärker die institutionellen Disziplinierungszwänge der kulturellen Felder, desto schwieriger ist es für Einzelne, sich zu widersetzen. Und desto mehr kann ihr Widerstand vom Mainstream der Professionellen als bloße Spielerei, als Hobby, als bloß vereinzelt und unprofessionell abgetan werden. Das ist eine der schmerzlichsten Erfahrungen, die ich selber mache, bei dem Versuch, so etwas konkret in die Realität umzusetzen, ist sozusagen die Macht der Missachtung durch die Professionseliten, die so etwas eben tatsächlich latent gerne als bloßes Hobby, Spielerei oder unprofessionell abtun. Also es ist insofern sozusagen kein Lyrismus hier an der Stelle im Buch, sondern dahinter stecken sozusagen 20 Jahre Leidenserfahrung. Das Persönliche ist tatsächlich immer politisch. Vom Feminismus, der diesen Slogan geprägt hat, ist die Entbanalisierung des eigenen Lebens und Leidens zu lernen. Die Ablegung der übergroßen Angst vor Pathos und Kitsch. Es ist eben keine bloße Marotte und keine bloße Schwäche, wenn man zu bestimmten Bedingungen nicht arbeiten will. Wenn man der Identifikation mit dem Betrieb widersteht. Wenn man den Anspruch an das eigene Leben und seine Lebendigkeit deutlicher artikuliert. Und wenn man damit beginnt, dies eben nicht als ein privates, sondern als kollektives Problem zu artikulieren, das auch die anderen, die Kolleginnen und Kollegen, ebenso wie das bürgerliche Publikum angeht. Wenn man also die eigene Arbeit und das eigene Leben in diesem Sinne als Modell begreift. Soweit wollte ich erstmal da einige Passagen, um so einen kleinen Eindruck zu geben, wie sich das anhört und wie es ineinander greift, was es auch für Loops gibt in den Gedankenmotiven. Und damit wollte ich wieder an Anne zurückgeben. Dankeschön, Michael. Ich habe ganz viele Fragen. Ich fange mal mit einer an und in der Zwischenzeit können die anderen sich startklar machen und ihre eigenen Fragen formulieren. Vielleicht verlasse ich etwas das Protokoll und löse mich ein bisschen von den vorbereiteten Fragen.
wie gesagt, wenn ihr euch nicht repräsentiert fühlt jetzt aus der Lesegruppe, dann bringt euch selber ein. Ich würde gerne mal auf den ersten Teil eingehen, den du eben vorgelesen hast. Das fast wahre Leben. Und dann hast du gesagt, es braucht mehr Klassenbewusstsein und mehr Romantik. Das mit der Romantik, glaube ich, können wir vielleicht alle irgendwie mit all dem Wissen, was wir über unseren Beruf haben, hinbekommen, dass wir bestimmte Vorstellungen davon haben, was eine Künstlerin ist oder was ein Künstler ist oder was das sein kann. Da haben wir Hoffnungen, da können wir Begehren formulieren, da gibt es Vorbilder. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das mit dem Klassenbewusstsein schon sehr viel schwieriger ist, zumal in dieser Zeit. Also wenn ich jetzt mal so in so die realpolitische Situation schaue, gibt es diese linke Partei, die ich mal mit dem Thema Klassenbewusstsein verbunden habe, kaum noch. Also die löst sich gerade auf, verschwindet. Und vielleicht kannst du ein bisschen was über dieses Feld sagen, bevor wir dann nochmal wieder zurückkommen, weil da würde ich gerne eine zweite Frage direkt anschließen an das Thema Romantik des Künstlerbilds oder Romantik des Künstlerseins und die Mythologie des Erfolgs. Das würde mich auch noch interessieren. Aber erstmal zu diesem Thema Klasse, Klassenbewusstsein. Wie geht das heute? Genau, also der springende Punkt, das ist eine gute Frage, weil die uns Gelegenheit gibt, nochmal sozusagen den politisch-gesellschaftlichen Hintergrund, den historischen Hintergrund zu beleuchten. Meine Hypothese, jetzt nicht in diesem Buch explizit, aber auch in anderen Sachen, die ich geschrieben habe, besteht letztlich kurz gesagt darin, dass ich behaupte, den hegemonialen, also die großflächige historische Hypothese im sozusagen neomarxistischen Bereich in der Hegemonietheorie, die Gramsci folgt, die ja sozusagen die bedeutendste marxistische Strömung weltweit sozusagen in der intellektuellen Tradition ist, lautet ja Interregnum. Ja, das ist eine alte These von Gramsci, der sagt, das Alte ist sozusagen noch nicht gestorben und das Neue kann jetzt noch nicht geboren werden. Und wir leben in dieser Zwischenzeit, die dauert jetzt schon verdammt lange an. Das heißt, wir haben sozusagen diese neoliberale Hegemonie läuft sozusagen in all ihren Konsequenzen weiter, aber geglaubt wird sie nicht mehr als sozusagen starkes kulturelles Glaubenssystem. Und wir laborieren jetzt an dieser Frage, wie könnte jetzt da etwas Neues entstehen? Und meine Hypothese besteht jetzt darin, dieses Interregnum kann nicht enden, ist sozusagen virtuell endlos, unendlich, solange eben nicht eine progressive Kraft entsteht, die sozusagen glaubwürdig den Anspruch auf kulturelle Führung, das ist ja der Begriff von Gramsci, erhebt. Und kulturelle Führung kann man ausschließlich erlangen, wenn man sozusagen ein fortschrittliches Projekt vorschlägt, was auf der Ebene sozusagen der realen Veränderung der Lebensverhältnisse und der Lebensqualität irgendeinen Wumms hat. Also sozusagen irgendeine Hypothese formuliert, was könnte sich denn ändern zum Besseren? Ja, also an welcher Ebene könnte es sozusagen Entlastung geben auf dieser Ebene? Und da ist es, glaube ich, ganz einfach, solange im Grunde genommen der Großteil der nominell progressiven intellektuellen und sozialen Bewegungen und Parteien, also sprich inklusive Gewerkschaften, sehr viele soziale Bewegungen, aber sozusagen auch an Hochschulen, in den Medien, solange die sozusagen explizit oder implizit ein Gesellschaftsmodell weiter anhängen, was eben auf Vollbeschäftigung und Vollzeitbeschäftigung, also auf dieser Form der imperialen Lebensweise, des sozusagen weißen, männlichen Erwerbssubjekts, also sozusagen lebenslanges Existieren in Lohnarbeit, solange man daran festhält, ist das sozusagen logisch, dass dann sozusagen Figuren wie Wagenknecht, die wäre jetzt die groteskeste Verkörperung, weil die sozusagen ja rein reaktionär argumentiert, nämlich in Bezug auf die Lebensrealität des arbeitenden kleinen Mannes vor 30, 40, 50 Jahren. Ja, das heißt, man arbeitet mit dem Phantasma einer längst untergegangenen Welt, da gab es stabile Vollbeschäftigung und so weiter. Alles war super, ja, weil da gab es noch Respekt und so. Ja. Und mit diesem Phantasma wird gearbeitet, anstatt zu sagen, wir müssen eine sozusagen für die Zukunft irgendeine Vision entwickeln, was denn an dem Leben überhaupt besser oder anders werden könnte. Und meine Hypothese besteht darin, das kann gar nicht anders als eben ein neues Bild des guten Lebens sein, was sich sozusagen radikal verabschiedet von der Lohnarbeitsgesellschaft. Ja?
Und das ist eben der Punkt. Und darin könnten natürlich die Künste und die Wissenschaften und sozusagen die ganze Kulturproduktion wieder einen Avantgarde-Anspruch formulieren, indem man sagt, der Punkt, an dem wir arbeiten, also eine bestimmte Form, eine bestimmte Negation von Lohnarbeit, von einer Existenzweise, genauso wie der Feminismus, große Teile des progressiven Feminismus und große Teile der Umweltbewegung konvergieren alle in dem Antiproduktivismus sozusagen. Ja? Also dass man sich von einer Lebensweise versucht loszusagen, die sozusagen der Produktion um der Produktion willen, dem Erwerb um des Erwerbs willen und so weiter untergeordnet ist. Ja? Und das ist eben das ist das Reaktionäre, ist eben das weiterhin dieses Produktivistische weiter festzuhalten und aus diesem reaktionären Phantasma haben sich die meisten relevanten politischen Bewegungen, inklusive Gewerkschaften, Sozialdemokratie, Teile der Linkspartei, um jetzt nur das deutsche Beispiel zu benutzen, haben sich eben nicht gelöst. Es gibt eine starke Minorität innerhalb der Linkspartei, eine starke Minorität innerhalb der Gewerkschaften und eine kleine Minorität vielleicht bei den Grünen und bei der SPD, bei denen es anders ist. Aber sozusagen bei all diesen Bewegungen, auch bei der Frauenbewegung, ist es so, dass sozusagen der rechte Flügel immer noch dominiert. Ja, und der rechte Flügel, auch in der Frauenbewegung, kämpft halt für Quoten und will sozusagen vollzeiterwerbstätige Bosse haben, mit Röcken gewissermaßen. Ja. Und das ist sozusagen die reaktionäre, die dystopische, reaktionäre Vision. Und ein Klassenbewusstsein, um jetzt auf die Frage zu kommen, könnten wir natürlich dann haben und ein progressives Projekt, wenn man sich tatsächlich deutlich auf der Ebene der Beschreibung der Lebensweise absetzen würde von dem, was bisher als normal galt oder als erstrebenswert. Ja, also sprich, wie stellen wir uns eine Biografie vor, ein Leben und so weiter. Und da auf dieser Ebene, glaube ich, können wir agieren. Auf dieser Ebene können sozusagen Klassenprojekte formuliert werden. Wie du weißt, bin ich ein großer Fan deswegen von radikaler Arbeitszeitverkürzung, 30-Stunden-Woche, 25-Stunden-Woche und der damit verbundenen sozusagen Streiks, Generalstreiks und gesellschaftlichen Mobilisierung, die ja nur dann funktionieren würden, wenn sich eben alle diese Bewegungen gleichzeitig sozusagen diesem Ziel verschreiben würden. Ja, also eine bessere Welt würden wir dann erreichen, wenn man sozusagen mit diesem Produktivismus sozusagen aufräumen würde. Und unter dieser Prämisse wären, glaube ich, neue Klassenbünde überhaupt nur möglich. Ja? Und deswegen sozusagen aus den intellektuellen Klassenfraktionen kommt da so wenig, weil die sozusagen bis zum Hals in dieser Mehrarbeitslogik, in der Logik des Fleißes, in der Logik der Professionalisierung drinstecken. Und das ist ja die Verkörperung dieser reaktionären Welt. Das ist der Fleiß, das ist die Entsagung, die permanente Opferbereitschaft, sozusagen, ich verzichte auf ein gutes Leben, einfach um einen gesellschaftlich günstigen Platz zu ergattern, verzichte ich darauf. Und das ist die sozusagen, wir eben heutzutage noch leben. Genau. Du hast in einem Gespräch auch mal Klasseninteresse und Klassenbewusstsein unterschieden. Ich würde sagen, dass wir schon in der Lage sind, unsere Klasseninteressen zu vertreten, aber kein Bewusstsein haben, wie wir in eine, ja, diese Produktionsorientierung verlassen können und hin zur Reproduktionsorientierung finden, solange diese Bewusstseinsbildung nicht stattgefunden hat? Genau, und das ist ja der klassische Begriff von Marx, wenn ich sage Klasseninteressen, das kann man ja nachrechnen sozusagen, welches virtuelle oder aktuelle Klasseninteresse hat eine Person X. Beim Klassenbewusstsein wird es ja schon schwieriger, weil das ist schon eine politische, intellektuelle Arbeit. Das setzt voraus, dass ich mich unterscheiden kann von meinem faktischen Klasseninteresse. Und das ist ja der Grund, warum wir heute zum Beispiel, also bis hinein in die Wahlergebnisse, also wenn wir jetzt sozusagen massenhaft junge Erwachsene FDP und Grün wählen, das hat einfach damit zu tun, dass sie nicht unterscheiden können zwischen ihrem Klasseninteresse und ihrem Klassenbewusstsein, weil sie sozusagen identisch ist zur sozialen Schicht, aus der sie stammen. Und die wählt natürlich FDP und Grün. Ja, das heißt, wenn ich Klassenbewusstsein hätte, könnte ich sozusagen einen Unterschied markieren und sagen, ich kann sozusagen überhaupt Staatsbürgerin werden. Also wenn ich sozusagen identisch wähle zu meinen Interessen, bin ich überhaupt noch gar nicht auf dem menschlichen und mentalen Niveau einer Staatsbürgerin angelangt. Ja, dann reproduziere ich ja nur sozusagen meine ökonomische Lage und wähle halt die Partei, wo ich nicht so viel Steuern zahlen muss. Ja? Oder
so etwas. Ja? Und sozusagen Klassenbewusstsein würde eben voraussetzen, dass ich bewusst in Widerspruch treten kann zu meiner Herkunftsklasse, zu meiner sozialen Position. Und die Tatsache, dass wir in dieser Welt leben, in der wir leben heute, hat etwas zu tun, glaube ich, damit, dass auch die nominell progressiven Kultureliten oder Funktionseliten, dass denen das immer schlechter gelingt. Ja, deswegen tummeln sich ja diese ganzen, so, dieses ganze neue Bürgertum massiert sich eben sozusagen bei der Partei der Grünen, deswegen auch logischerweise und bei der FDP. Weil das sind alles so, sogenannte Leistungseliten, die so im Grunde genommen gar nicht mehr verstehen, was da, wo soll da eine Differenz überhaupt sein? Ja, weil es ja nur um Statuserhalt geht. So könnte man vielleicht sagen. Okay, Frank hat meldet sich. Und zwar erstmal vielen Dank, lieber Michael, für diesen wunderbaren Vortrag. Ich bewundere immer sehr, sehr stark die geistige Durchdringung und Stringenz deiner Gedanken und wie stark das Gebäude ist, was du mit Worten errichtest. Das finde ich sehr schön. Und Anne, vielen Dank für die wunderbare Moderation. Ich habe einen Schwierigkeitsbegriff mit dem Begriff der Romantik. Mir fällt eigentlich von Eichendorff der Taugenichts ein. Ist das eine Idee? Also der wäre ja geradezu ideal als Musterbeispiel von jemandem, der nichts produziert, aber richtig immer am richtigen Fleck ausruht und schön geistig genug ist, um immer ein Wohlklang zu sein in der Begegnung und sofort einlädt, mitgenommen zu werden. Also die schönste Geste, die ich drin habe, ist, er liegt einfach am Wegesrand. Eine Kutsche kommt vorbei, natürlich mit einer royalen Besetzung und sagt, ach, junger Mann, Sie spielen auch noch Geige, wie wundervoll, steigen Sie ein. Wir haben doch bestimmt Verwendung für Sie, weil Sie sind einfach ein angenehmer Zeitgenosse. Also das finde ich einfach als Idee wundervoll und ich hoffe dann, ich spiele nicht mit Erlösung und auch nicht mit Opfer. Also diese Begriffe sind mir eigentlich zu religiös. Das wundert mich eigentlich bei dem ganzen Vokabular, was ausgewählt ist. Und so ungehört für meine Ohren, weil ich natürlich ich bin kein Systematiker. Ich habe eigentlich auch gar kein System. Also vielleicht das finde ich ganz interessant. Jetzt zu letzterem, ich glaube, das ist dann an einigen, das Buch ist ja so aufgebaut, dass am Ende jedes Kapitels ein längeres oder manchmal auch ein kürzeres Zitat kommt. Und da gibt es eben einige Sachen, die steuern eben tatsächlich auf so theologische, also sozusagen auf die Frage zu, warum ist dieser Glaube an diesen Produktivismus und an den Fleiß so groß? Und da stelle ich eben die Hypothese auf. Und ein Beispiel ist sozusagen Bourdieus Lektüre von Kafkas Prozess, wo die Hypothese aufgestellt wird, der zu Unrecht Verleumdete, der sich versucht zu verrechtfertigen, rennt sozusagen, folgt dem Phantasma. Also dass es da irgendjemand gibt, der ihn freispricht. Ja? In Wirklichkeit ist diese Instanz ja chronisch unerreichbar. Und das sind natürlich alles Erlösungsfantasien. Man möchte den Standpunkt, wie Bourdieu das sagt, jenseits der Standpunkt, man möchte endlich etabliert sein, man möchte endlich etwas sozusagen erreichen. Und das sind natürlich alles sozusagen schwer religiös aufgeladene Dinge. Im Übrigen auch sämtliche Ämter, die wir haben, sind ja, das ist ja der schöne Begriff, den Bourdieu verwendet, zum Beispiel für Professuren oder andere Ämter, sind Konsekrationen, sind Einweihungsrituale, weil ich sozusagen gesalbt, also als ein Professor, ist im Grunde genommen gesalbt, ja, ist also sozusagen ein Geweihter, ein Gesalbter und er hat eine sakrale Substanz, er ist Mitglied einer sakralen Körperschaft. Da ist gar nichts dagegen zu machen, im Grunde genommen, ja, weil es ja geht ja gerade darum, exklusive Autorisierungen vorzunehmen, das heißt, alle anderen davon auszuschließen. Deswegen ist es, glaube ich, nicht deplatziert, diese alten Semantiken zu bemühen, weil das, glaube ich, auch Sinn macht für die Frage, um die Frage zu beantworten, warum ist es so obsessiv, dieser Wunsch, sozusagen dazu zu gehören, dabei zu sein, jenseits davon, dass man halt sich nicht langweilen will oder irgendwo mitmischen will. Also das ist, glaube ich, die Hypothese, da muss noch etwas anderes sein. Ja? Und wahrscheinlich ist sozusagen das Religiöse die stärkste, die Metapher aller Metaphern oder die stärkste Intensitätsstufe im Grunde genommen. Das ist ja auch bei den, wenn die Leute in der politischen Theorie nicht mehr weiter wissen, wenn sie sozusagen jetzt auch in der
gegenwärtigen Durchdringung jetzt von Putins und anderen Dingen, dann kommt man immer auf das Sakrale und auf sozusagen die Nation als Glaubensgemeinschaft und alle diese Dinge. Ich glaube, da kommt man letztlich nicht drum rum. Der Romantiker, der Taugenitz ist natürlich gut. Das Problem des klassischen Romantikers, deswegen ist das Beispiel mit dem Taugenitz gut, besteht ja darin, dass es eben nur für kleine Minoritäten sozusagen erreichbar ist. Das setzt eigentlich voraus, alles funktioniert normal weiter und es gibt so einige wenige besonders Begabte, die das herrschende Regime quasi subversiv unterwandern. Ja? Oder das ist ja ähnlich wie bei Tom Sawyer und Huckleberry Finn, Tom Sawyer mit diesem Gartenzaun, ja, den er eigentlich anstreichen muss und es gelingt ihm, die anderen reinzulegen und es als Privileg darzustellen, dass man Gartenzäune anstreichen darf und verdient dann sogar noch Geld am Ende damit. Und ich glaube, dass was mich natürlich eher interessiert, ist eben über die Logik der Ausnahme hinaus zu gelangen. Ja, das heißt, das bloß Romantische oder das Motiv der Verklärung würde ich jetzt sagen, uns reicht es eben aus, wenn es ein paar Tausend oder ein paar Zehntausend oder ein paar Hunderttausend Künstlerinnen gibt. Und das ist dann schon eine prima Sache. Als Progressiver denkt man ja viel utopischer. Also das ist dieser berühmte Satz von Adorno, ich kriege es jetzt nicht mehr aus dem Gedächtnis zusammen, in einem Vortrag über Fortschritt, den er gehalten hat, wo er Robert Altenberg und Karl Kraus zitiert, also die Wiener Dekadenz, wo es dann darum geht, es liegt nichts daran, der Einzige zu sein. Das war damals der Begriff eben sozusagen, die Ausnahme. Alle müssen dereinst ganz zart, ganz fein und ganz, dann kommt sozusagen so eine Aufzählung sein. Sonst ist es gar nichts wert. Ja? Also wenn das jetzt nur wir so ein paar wenige machen, dann ist es auch schön. Das darf würde ich jetzt natürlich auch nicht kleinreden, wie toll das ist, dass viele von uns bestimmte Sensibilitäten haben. Aber damit das Ganze einen progressiven Spin hat, ja, und modellhaft über sich hinausweisen kann in eine andere Gesellschaft, das ist eben sozusagen das Gedankengebäude, das ist ja Marx. Sozusagen. Der Marxismus auf der sozialphilosophischen Ebene ist nichts anderes. Der Begriff der Emanzipation bedeutet gar nichts anderes als genau dies. Dasjenige, was für kleine Minderheiten möglich ist, sollte für alle, virtuell alle möglich sein. So, Punkt. Mehr ist da überhaupt gar nicht drin im Begriff der Emanzipation. Und das ist natürlich ein viel anspruchsvolleres Ziel, zu sagen, es muss potenziell verallgemeinerbar sein. Und nur deswegen macht es natürlich auch einen Sinn, so hart über unsere Produktionsbedingungen nachzudenken, weil dann daraus, das hat ja damit was zu tun mit der Annahme, hier wird mitentschieden über die zukünftige mögliche Gestalt einer befreiten Gesellschaft. Wenn wir das schon nicht hinbekommen, ja, also wenn es uns in diesem kleinen Bereich nicht gelingt, modellhaft etwas vorzuleben, was wir dann dereinst mal allen sozusagen empfehlen als dispositiv, ja, dann kann ja sowieso nichts draus werden. Ja. Also wenn wir uns jetzt schon verstricken und den ganzen Tag hinter dieser Karotte herlaufen, ja, und brav sozusagen Soldaten des Wissenschaftsbetriebs, des Literaturbetriebs, des Journalismusbetriebs und uns sozusagen immer mehr erniedrigen, immer schlechteren Honoraren und nur noch dem Gerücht folgen, dass das was Tolles sein soll, und das Gerücht verdampft ja unter unseren Augen immer mehr, ja, dann ist doch vollkommen klar, dass da keine Potenz drin steckt, ja, sozusagen keine progressive Potenz. Deswegen ist sozusagen muss man die Ausnahme würdigen. Und das Ausnahmehafte, das Modellhafte, aber das Modell muss, wie ich eben sage, avantgardistisch gedacht werden. Ja? Nicht bloß als Ausnahme. Ich weiß nicht, ob Anne damit du wolltest ja dazu was fragen, ob damit deine Frage schon sozusagen mitberührt ist. Ja, sagen wir mal so, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das immer unterscheiden kann. Also ob ich gerade sozusagen irgendeinem Mythos hinterherlaufe oder ob ich gerade dabei bin, also jetzt in meinem als Künstlerin, oder ob ich gerade dabei bin, dieses messianische kleine Stückchen Utopie in meiner Arbeit, in meinen Prozessen zu entwickeln. Oder also ich finde das sehr schwierig, das zu unterscheiden, wo ich gerade bin. Also bin ich gerade dabei, etwas zu reproduzieren, was eigentlich verstärkt und vertieft, was ich gerne überwinden möchte mit allen gemeinsam, oder bin ich auf der richtigen Spur? Also ich finde das eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Genau, und
Genau, und vielleicht, wenn ich das kurz mal einfügen darf, weil das ja ganz wichtig ist, wieder auch hier gilt das absolut Identische im Komplex des Feminismus. Es betrifft die Hausarbeit, die soziale Reproduktionsarbeit. Die hat ja auch, ja, wo kann ich denn bitte unterscheiden, ob das, was ich jetzt tue, wenn ich irgendwo einkaufe, koche, putze und so weiter, auf Kinder aufpasse, wo verläuft denn bitte schön die Grenze zwischen dem, was einfach sozusagen dem Kapital zu diensten ist, also ich produziere zukünftige Arbeitskräfte, ich sorge dafür, dass meine Frau morgen früh wieder brav zur Arbeit dackeln kann, ja, dass ich auch mein Seminar abhalten kann. Und wo verläuft die Grenze zum guten Leben, also zu dem, was ich um meiner selbst willen mache? Ja? Also da, damit sozusagen, also das ist völlig also das ist ja sozusagen das Ganze, die Krux der Geschichte, dass alle diese, dass diese Grenze ja gar nicht markierbar ist. Das ist die, scheint mir ein sozusagen ein Grundsatzproblem zu sein, was wir immer nur quasi diskutieren können, wenn wir einen Schritt zurücktreten. Also wenn wir uns sozusagen, und was eigentlich nur relevant wird, wenn wir kollektiv versuchen, neue Rechte auch aufzustellen. Ja? Weil dann würden wir sagen, niemand darf gezwungen werden, unter diesen und diesen und diesen Bedingungen zu arbeiten. Ja, ja, das finde ich ein ganz... ganz wichtigen Punkt vielleicht, dass man das dann nur kann, wenn man nicht alleine ist. Also genau. Ich glaube, dass dann der Dialog, die Gruppe, das Kollektive mir vielleicht helfen kann, das rauszufinden. Man kann sich natürlich auch gemeinsam irren, sehr stark. Das hast du ja gerade toll beschrieben, dass wir uns schon seit längerer Zeit gemeinsam irren und immer eigentlich uns doch schon längst verständigt haben, dass es so nicht weitergehen kann und trotzdem irren wir uns weiterhin. Und das, wie hast du es genannt von Gramsci, das Interregnum? Interregnum, genau. Ja. Dass wir uns auch nicht auf was Neues, Gemeinsames einigen wollen irgendwie. Also das war jetzt mal so von mir. Ich würde gerne die anderen ein bisschen hören, weil ich jetzt... Eine Meldung. Ja, Steven, sorry, habe ich nicht gesehen. Ist auch frisch. Mikrofon an. Könnt ihr mich hören? Ja. Okay. Jetzt habe ich gerade einen Blank. Die Frage ist weg. Moment. Ja, ich hatte ins Chat geschrieben, wo kommt diese, nicht nur dieses Suchen nach Erlösung, sondern das Suchen ist ja auch eine Sucht her. Mich interessiert, was motiviert akkusativ diese Suche? Ja. Erstens. Zweitens, da habe ich wirklich noch den Faden verloren. Es war so scharf. Es ist weg. Von dem, Michael, was du gerade sagtest, da hat es wieder gefunkt. Dein ganzes Buch hat bei mir nur gefunkt. Vielen Dank fürs Buch. Glaube, Aberglaube, nicht nur in der Religion. Ich will nicht prinzipiell Anti-Religion mich äußern, sondern das Gemeinsame angucken, und ich glaube, du tust das, zwischen dem Verlangen, das durch die Religion befriedigt oder eben möhrenmäßig nicht befriedigt wird, und anderen, jetzt mal heretisch gesagt, Suchten. Ja. Süchten, Suchten. Und ich glaube, wir sind, jetzt habe ich den Faden wieder, wir Künstler und Künstlerinnen kennen alle die eigene Angst vor der eigenen Kreativität, diesen Anfang, oh Gott, was mal, blanke Leinwand, blankes irgendetwas, blanke Ideen. Aber was machen wir gesellschaftlich gesehen, dein marxistischer Ansatz vielleicht, mit der weit verbreiteten Angst vor Kreativität der anderen? Machen wir nicht wirklich auch Angst, wenn wir was Besonderes wollen? Wie kultiviert man den Geschmack am eben doch leider noch Besonderen? Ist fast eine Beuys'sche Frage, ne? Die Kreativität eines jeden. Wie wird man das ohne, wie weckt man das? Punkt. Ja. Also da finde ich, ich fange mal bei der letzten Frage an, weil die finde ich total interessant. Es gibt ja bei Marx einerseits einen strikt
eine strikt bildungsbürgerliche Utopie. Also sprich, was macht der Mensch, wenn er nicht mehr die ganze Zeit Lohnarbeit macht? Dann schreibt er Bücher und malt Bilder. Ja? Es gibt aber auch die andere Seite bei ihm, weil es gibt ja auch das Fischen und das Jagen, also sozusagen als Metaphern, was wir machen. Und das heißt, man könnte jetzt sagen, das wäre eher die anarchistische Variante als die marxistische, weil dort geht es ja, spielt das Handwerk eine viel, viel größere Rolle. Jetzt könnten wir nämlich sagen, die Utopie hat immer schon längst angefangen. Das ist ja meine Hypothese in dem Buch. Ja. Und die Utopie hat zwei Seiten. Die eine Seite ist sozusagen der abgefahrene Bereich, den du jetzt nennst. Also sozusagen ein bestimmter Typus von Kreativität, der vielleicht charakterisiert ist durch also bestimmte Artistiken, bestimmte sozusagen Hermetismen oder solche Dinge. Ja. Es gibt aber auch schon längst, auch immer schon, den Bereich des Hobbyismus und des Handwerks, also der Hobbykeller, die Werkstatt. Und ich würde mal behaupten, ich halte es für sehr verwegen, diesen Leuten, die da tätig sind an ihrer Werkbank, den Impuls abzusprechen, dort was Besonderes schaffen zu wollen und in ähnlicher Weise eine Sucht zu haben, in ähnlicher Weise eine Sehnsucht zu haben. Wahrscheinlich nicht die Angst, ja? Weil es sozusagen diesen Nullpunkt da nicht so stark gibt, wenn man bastelt, ja, oder repariert oder so etwas. Und meine Utopie würde natürlich darin, und ich würde sagen, die progressive Utopie müsste vielleicht klar machen, dass es eben nur graduelle Unterschiede sind, auch da wieder nur graduelle Unterschiede sind zwischen dem Werk, was irgendwann an seiner Werkbank bastelt oder herstellt, was vielleicht eher noch so Funktionsmomente hat, aber auch nicht immer. Ja? Nicht immer handelt es sich da um nützliche Dinge. Und einem sozusagen einer Dichtung oder einem Gemälde oder einem theoretischen Text oder sonst etwas oder einem journalistischen Pamphlet, was sei es sozusagen rein schöngeistig, sei es zum Beispiel jetzt bei dem journalistischen Pamphlet irgendwie an politische Kämpfe angedockt. Das heißt, wir können, glaube ich, gar nicht, wir sollten nicht so stark trennen, wo sind die Dinge, laufen quasi über in Verwendungskontexte, ja, und wo sind sie sozusagen hermetisch, ja, wo sind sie sozusagen selbstgenügsam. Und da, glaube ich, sind natürlich ganz viele, ganz schlimme Diskussionen haben stattgefunden im 20. Jahrhundert, wo man über Autonomie gestritten hat versus Politisierung. Dieser ganze Quatsch, ja, das ist doch völlig irre. Warum sollte man sich denn entscheiden? Das ist überhaupt die größte Krankheit der Debatten immer gewesen, dass man immer zu den Leuten gesagt hat, du musst dich entscheiden, willst du politisch oder unpolitisch sein, willst du hermetisch oder volksnah sein und so weiter. Dieser ganze das stimmt eben alles nicht, ja. Das heißt, wir müssten eigentlich unter der Flagge segeln, wir wollen immer alles, wir wollen alles, wir sind maßlos. Ja? Wir wollen uns nicht entscheiden. Das, glaube ich, könnte die sozusagen, dieses Und könnte die Utopie der Zukunft sein. Ja? Und dann, glaube ich, hat man dieses Problem auch des Klassenunterschieds, die einen sind so diese abgefahrenen Bildungsbürger und die anderen sind sozusagen die einfacher gestrickten, der würde sich, glaube ich, immer mehr abschleifen. Also vielleicht nur mal da, und da glaube ich, könnte ich dann diese Suche und die Sucht ganz gut unterbringen, weil ich ja letztlich sagen würde, in einer befreiten Gesellschaft hätten die Leute viel mehr energetische und zeitliche Reserven, um sich dann suchtartig zu betätigen. Der heutige Komplex ist ja sozusagen eine kranke Sucht, weil sie an dieses Karottenhaltergestell, weil sie an die Professionen angebunden ist, also sprich, an ein bösartiges Versprechen auf weltliche Erlösung, also die Stelle, der Preis, die Anerkennung der Schwiegermutter, also sozusagen, egal wie wir das sozusagen, wir können da irgendwas einsetzen in dieses Excel-Sheet, ja. Jedem würde sofort was einfallen. Genau. Danke, Michael. Carlotta hat sich gemeldet. Ja, guten Abend. Erstmal vielen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Ich hatte sehr viel Freude, ja, dir zuzuhören. Danke. Ja. Und mir sind ganz viele Sachen eingefallen, die mir auch wieder Freude machen, wo ich sagte, ja, da kommt was zusammen. Und wenn wir weiter darüber reden und das verbreiten, dann ist es vielleicht möglich, was zu schaffen.
Erstmal möchte ich gerne darauf aufmerksam, also ich weiß noch nicht, ob ich eine Frage habe. Vielleicht habe ich sie am Ende. Ja, so möchte ich auf den Hirnforscher Gerald Hüther weisen, überhaupt auf die Hirnforschung und sein Buch Würde. Mhm. Er beschreibt hier drin wunderbar, wie verpönt es in unserer Gesellschaft ist, zu scheitern, mhm. Fehler zu machen. Ja? So, und dass das Scheitern und Fehler machen eigentlich, also der Mensch kann gar nicht anders, ohne zu scheitern, Fehler machen. Das gehört einfach zum Leben dazu. Ja. So, dann beschreibt er auch von der, es gibt natürlich in der Hirnforschung ganz viele Versuche und Beobachtungen. Eine tolle Beobachtung, finde ich, ist, ab wann lernen Kinder Konkurrenz? Ja, wir kommen nicht konkurrenzorientiert auf die Welt. Das lernen wir durch unsere Gesellschaft. Das fand ich eine unglaublich spannende Beobachtung, ja, so, und diese Konkurrenz entsteht auch mit diesen, also jeden Menschen wohnt inne, dass wir alle über uns selbst hinauswachsen wollen, ja, einen hohen Turm, wir kommen auf die Welt und wollen mit dem Bauklötzchen einen hohen Turm bauen, ja, so, dann kommt der Vater und sagt, oh, das kann ich viel besser, ich zeig dir mal, wie das richtig geht, ja, schon ist das Kind irgendwie erschöpft, ja, und ja, und fühlt sich, war so, das Kind war so stolz, so einen hohen Turm, ne, so, uns allen fehlt es eigentlich schon aus dieser Zeit an Anerkennung, dass wir gesehen werden, schon von den Eltern, ja, und wir haben alle Eltern, die selbst nicht gesehen wurden, ja, so, also dieses, jeder von uns möchte gesehen werden, ja, nicht nur der Künstler, sondern alle Menschen wollen gesehen werden und Anerkennung haben und nicht nur, weil man brav aufs Töpfchen gegangen ist, ja, das ist ja schon, ja, so, ja, also über die sich selbst hinaus wachsen wollen, ja, und das wird, also ich bin Künstlerin und Lehrerin und erlebe oft, also wie den Lehrern die Flügel beschnitten werden, dann sollen die Lehrer den Kindern die Flügel beschneiden, ja, und das kann einen krank machen. Mhm. So, es ist immer wichtig, seine eigenen Werte zu kennen, zu wissen und senkrecht damit einherzugehen. Nicht so einfach, ich weiß, aber es ist wichtig, die eigenen Werte zu kennen. Dann führte mich Gerald Hüther dann zu einem spanischen Philosophen über den Leben entfremdet von Arno Grün. Ja, meine Wurzeln sind in Spanien. Da schreibt Ortega y Gasset, schreibt über Goethe, ja, wie fasse ich das zusammen, wie er erstmal freischaffend war und dann fest angestellt war und dann sein Sein überging, nicht mehr über das, wer bin ich, sondern was bin ich. Ja, dass das mehr zählte und ihn in Sicherheit wog. Ja. Dabei ist doch das Leben ein einziger Schiffbruch. Ja. Also das soll nicht heißen, dass wir alle untergehen, aber es gibt einfach den Schiffbruch. Ja, und da schließt sich der Kreis zu Gerald Hüther. In unserer Gesellschaft ist das Scheitern und der Fehler unglaublich verpönt, ja, wird als schwach gesehen, so sieht das auch Arno Grün, den Leben entfremdet, alles Schwache, Fehlerhafte ist weiblich und alles, was irgendwie anders ist, ne, stark und so weiter, ist halt männlich so. Carlotta? Okay. Das sind so die beiden Sachen, daraus können sich noch Fragen ergeben, aber ich wollte das ja, gerne da mal einbringen, ja, so. Ich kann mir vorstellen, dass Michael das auch kommentieren kann. Ja, ja. Okay, aber vielleicht nur ganz kurz, damit wir noch ein bisschen Zeit auch haben. Also ich glaube auch, dass das natürlich so ist und meine
also dass wir dieses Problem mit der Schwäche und dem Scheitern haben, das ist natürlich sozusagen ein genuin auch feministischer Impuls, der für mich in meiner Arbeit eine sehr große Rolle spielt. Also quasi, dass die Absage, auch da wieder geht es eben nicht um die bloße Ausnahme, also es geht nicht darum, die Absage an die männliche starke Norm als subversiven Akt die ganze Zeit nur vorzuführen, sondern es geht darum, dem eine andere Norm entgegenzusetzen, die sozusagen mehr Spielraum für Abweichungen hat. Ja? Ob wir sagen Abweichung oder ob wir sagen Scheitern oder Unvollkommenheit, das sind ja so graduelle Unterschiede. Das halte ich aber für sehr wichtig und deswegen glaube ich, meine, die sozusagen versuchsweise Antwort, die ich gebe, auch auf der begrifflichen Ebene, ist ja zu sagen, eines der Kapitel heißt eben Nicht-Identität und Doppelleben. Ja, dass ich sage, unser Problem mit dieser Perfektion und diesem Zwang zum Erfolg hat ja damit zu tun, dass man gezwungen wird unter den herrschenden Bedingungen oder es wird einem sehr stark nahegelegt, dass man alles auf ein Pferd setzen muss. Ja, es gibt sozusagen es gibt sozusagen eine Normbiografie und es gibt eine Normierung von Lebenswegen und Lebensläufen, die von vornherein natürlich dann automatisch ein Gefühl von Scheitern oder ein Bild von Scheitern erzeugen, wenn es bestimmten Parametern, die man ja auch mathematisch festlegen kann im Sinne von erreichten Statusstufen, Laufbahnstufen, Geld, Verdienststufen und so weiter, wenn man dem nicht genügt. Ja? Und ich glaube, wir brauchen dafür sozusagen ein Bild für das Unvollkommene, für das Abweichende. Und das kriegen wir, glaube ich, natürlich eher hin, wenn wir sagen, wir entwickeln das Bild einer vielfältigen Existenz, weil wir dann von vornherein den Druck rausnehmen, dass man sich jetzt da in diesem einen Bereich ausschließlich verwirklichen und als Mensch sozusagen beweisen müsse. Ja? Also das halte ich für einen sehr großen Punkt, weil nur dadurch bekomme ich dann, glaube ich, auch so etwas Spielerisches rein, wenn ich sage, ja, das ist die eine Tätigkeit von mir und das ist die andere. Und anstatt mich sozusagen komplett mit Haut und Haaren identifizieren zu müssen. Und ich glaube, das ist insofern, glaube ich, wir brauchen, das ist auch eine Antwort nochmal jetzt einen Rückbezug zu der Frage von Anne gleich am Anfang, sozusagen, was wäre eine neue kulturelle Idee oder eine Führung? Und das ist, glaube ich, ein Bild eines, also sozusagen der Begriff eines guten Lebens als vielfältiges Leben, als Mehrfachleben, als sozusagen und als sich ausfaltendes Leben, weil nur ein solches Leben wahrscheinlich diesen Spielraum für Unvollkommenheiten oder Scheitern beinhaltet. Deswegen, dem würden auf der sozialpolitischen Ebene entspricht dem, glaube ich, die Fantasie, die alle Befürworterinnen damit verbinden, des bedingungslosen Grundeinkommens. Ich halte sie aber nicht für ein falsches Institut, aber sozusagen für einen phantasmatischen Überschuss, weil ich glaube eben durch einen bloßen rechtsstaatlichen Instrumenten-Dingsbums, jeder kriegt 1.000 im Monat, löse ich dieses Problem auf Anerkennung nicht. Also sozusagen diese quälende Frage von Sichtbarkeit und Wertschätzung löse ich nicht durch einen bloßen Geldbetrag. Deswegen scheint mir sozusagen die Rekomposition des Arbeitsmarktes und der Sozialstaatsinstitutionen insgesamt aussichtsreicher, ja, dass ich sage, wir entwickeln einen neuen Normbegriff des gelingenden Lebens. Ja. Wir entwickeln nicht sozusagen die Backup-Position, in die hinein ich mich zurückfahren lassen kann, wenn ich keinen Bock auf alles habe, sondern wir entwickeln ein neues Inklusionsmodell gewissermaßen, ja, und senken damit die Messlatte für Performance. Das wäre ja, und das ist ja die allerälteste im Grunde genommen, auch da unterscheiden sich ganz klar die linken und die rechten Sozialontologien und Sozialphilosophien, liberale und konservative Modelle haben einen sehr positiven Begriff von Konflikt, Stress, Kampf und Wettbewerb. Und sozusagen progressive Modelle arbeiten sozusagen wie bei Herbert Marcuse zum Beispiel, der segelt unter der Flagge Erleichterung im Kampf ums Dasein. Ja? So einfach ist es. Sozusagen in letzter Instanz lässt es sich darauf runterbrechen, auf die Frage, wollen wir die Anforderungen, die Leistungsanforderungen sozusagen hochschrauben weiter und die Wettbewerbsförmigkeit, das war ja dein am Anfang, was du gesagt hast, sozusagen Konkurrenzverhalten, wollen wir die Wettbewerbsförmigkeit aller sozialen Institutionen anheizen durch Verknappung
und setzen auf die daraus entspringenden Kreativitäten, Innovationen und Leistung, oder wollen wir sozusagen das runterfahren, diesen Zwang zur Wettbewerbsfähigkeit und zum Besitzdenken, und spekulieren auf die daraus resultierenden Effekte der Friedfertigkeit, sozusagen der sozialen Interaktion und der Kooperationsbereitschaft. Und da lassen sich, würde ich mal sagen, und das ist genau das, was natürlich ein linkes Projekt machen müsste, und sagen, das ist unser Unique Selling Point. Die anderen wollen, dass das Leben härter wird. Ja? Sie wollen, dass wir mehr kämpfen müssen. Sie wollen, dass wir mehr, dass wir kompetitiver, possessiver, egozentrischer sein müssen in unserer sozialen Interaktion. Und wir haben sozusagen ein pazifistischeres Modell der sozialen Interaktion. Und dazu gehören vielfältige Möglichkeiten des Irrens, ja, des Herumirrens, der Wanderung. Und damit habe ich natürlich sofort das romantische Motiv drin, nämlich damit definiere ich natürlich den Sinn des Lebens anders, weil ich dann natürlich sage, der Sinn des Lebens ist, die Erfahrungen zu machen, auf dem Weg, um es jetzt mal möglichst kitschig auszudrücken. Ich habe ja vorhin dafür plädiert, davor keine Angst zu haben. Bevor Steven drankommt, möchte ich aber noch mal kurz fragen, ob noch andere sich, wir haben nicht mehr viel Zeit, noch mal zu Wort melden wollen. Sabine, genau, dachte ich, möchtest du vielleicht auch noch mal, oder ja. Christiane? Also meine Frage wäre eigentlich, also wenn man halt diese pluralen Identitäten lebt, dann kann man sich ja eigentlich, also in der Praxis, weder auf das eine noch dem anderen so völlig gerecht werden. Und eigentlich sehe ich das so, es gibt ja nichts Schöneres, sich voll und ganz einer Sache zu widmen zu können. Also es ist ja natürlich auch ein Privileg, aber das wäre auch schon auch erstrebenswert. Und ich finde, so ein Fleiß oder Konkurrenz, da kann ja auch viel Positives, also es ist ja nicht alles negativ, es kann ja auch befruchten und sozusagen einen sozusagen beflügeln. Oder also ich finde eher, das Problem bei der ganzen Professionalisierung ist die, dass es gar nicht mehr um die Sache selbst geht, sondern die ganze Eigen-PR oder diese ganze Professionalisierung sind halt andere Kompetenzen, außer die, dass man am Ende dieses Werk, ein gutes Werk vollbracht hat, sondern halt kennt man Leute oder ich erstelle ein grafisch gutes Portfolio oder ich kann gut mit Instagram umgehen. Dass das gerade viel wichtiger ist, als es geht gar nicht mehr um das Werk selbst, und dass das halt das Problem der Professionalisierung ist. Genau. Ja. Genau. Und da, das ist richtig. Aber auch da stellt sich natürlich die Frage, das ist ja quasi der Komplex, unter dem wir alle so sehr leiden, unter diesen fiesen Formen von Professionalität. Und an diesen Komplex komme ich aber nicht dran mit der, das ist ja sozusagen ein, könnte man sagen, gleichsam ein kulturkonservatives, eine kulturkonservative Sensibilität, weil wir vergleichen diesen sozusagen gesunkenen, diesen debilen Standard, in dem wir heute leben, mit noch vergleichsweise etwas seriöseren Formen des wissenschaftlichen Arbeitens oder des künstlerischen Arbeitens oder von irgendwelchen Austauschen, wo es vielleicht ein bisschen mehr um die Sache gegangen ist, wobei das ja auch schon eine Verklärung sein kann. Aber das kann ich natürlich nicht aufknacken durch geistige Postulate, sondern das kann ich nur aufknacken durch sozusagen Umarrangierung von Professionssystemen, also durch, indem ich sozusagen Stellenprofile aufknacke, also durch Rechtsinstitute kann ich das nur aufknacken. Ja? Und um das aufzuknacken, glaube ich, gibt es keine andere Möglichkeit als sozusagen im heutigen Kontext dem Fleiß den Kampf anzusagen, weil der Fleiß ist sozusagen die Waffe der sozusagen der schlimmen Profis, ja, die im Prinzip sagen, mir ist es völlig egal, wie gut diese Arbeit ist, Hauptsache du passt in irgendeine sozusagen für meinen Algorithmus, ja, bist du sozusagen tauglich. Also insofern anders kann man das meines Erachtens nicht. Anne, du hast eine Intervention. Einen Einwurf, weil ich noch mal ganz kurz zurück wollte. Sabine hatte eben gesagt, das mit dem mit den vielfältigen Existenzen als ja. neue Norm, genau. dass sie da das kritisch sieht, weil sie ja, sich genau. gerne... Genau, darauf kommt... Ja, warte genau. ganz kurz. Ja. Ich will sagen, in unserer Realität müssen wir das ja alle machen, wenn wir ehrlich sind. Und offenlegen, wie wir unseren Tag verbringen. Wir sitzen nicht den ganzen Tag im Atelier. So, sondern wir machen das und das. Und es
gibt diese Sehnsucht danach, weniger Brotjobs machen zu müssen, weniger sich in anderen Feldern umtreiben zu müssen, um endlich Kunst machen zu können. Wann ist meine Studiozeit? Wann muss ich mich nicht selbst vermarkten? Wann muss ich mich nicht irgendwo hin bewegen und treffen und jobben oder weiß ich nicht was? Ja. Und ich glaube, ich spreche jetzt ein bisschen blöd paternalistisch für dich, Sabine, aber ich glaube, du meinst auch das, dass man sich so dass du dich eigentlich vielleicht, oder wie ich auch, oft nach dem Atelier sehnst und nach einer Zeit, Kokonzeit, Atelier als Kokon, Atelier nicht als öffentlicher Ort und man nicht irgendwie rausgehen müssen, sondern dass man auch Lust hat, diesen Stream haben zu dürfen. Also um das nochmal, ich wollte das nochmal ein bisschen betonen. Ja. Ich meinte, man kann, also es gibt ja diese sozialen Rollen, also die hat man ja dann eh, also ich würde das eher so verstehen, dass man halt sowieso per se viele verschiedene sozialen, also man ist ja auch gleichzeitig Tochter und vielleicht irgendwann Mutter und keine Ahnung was alles, aber dass man halt dann, also ich kenne das halt selbst von meinen Identitäten sozusagen, dass man dann weder in dem einen Bereich noch in dem anderen richtig weiß. Ja. Genau, also ich fand es jetzt schon sehr interessant, weil du hast es jetzt so ein bisschen zugespitzt. Danke, dass... Hallo, ich heiße Anne. Anne, ja, ich war jetzt kurz in einem anderen Gedanken drin. Und dem würde ich mich total anschließen. Und ich glaube, was man ja nur sagen kann, wir können die Zwänge zu Produktivismus oder Fleiß verringern. Das war jetzt eigentlich meine These. Und ob dann wir noch so stark dauernd vor tragischen Entscheidungen stünden, denen zufolge wir uns dann zerreißen müssten, sodass wir dann das Gefühl hätten, ich kann eigentlich weder das eine noch das Richtige richtig machen. Das ist dann eine Glaubensfrage. Ich glaube, als progressive Persönlichkeit muss man Letzteres annehmen, ja, weil sonst kann man keine progressive Politik machen. Man muss letztlich davon ausgehen, dass es kein Verlustgeschäft wäre, ja, eine andere Form von Vielfältigkeit. Dahinter steckt natürlich sozusagen eine sozialphilosophische Grundsatzfrage über den Begriff des Menschen. Um es jetzt nur mal anzudeuten, da steckt der Teufel, da ist wirklich Zunder drin, weil das ist die älteste philosophische Mythologie, tatsächlich die allerälteste, die wir haben, nämlich das Höhlengleichnis von Plato. Da ist es formuliert eben, da ist sozusagen der Zwang formuliert, ein Mensch und nur einer zu sein. Und das ist beruflich kodiert und es wird bei Plato im Rahmen im Höhlengleichnis einer Wiedergeburtslehre sozusagen im vorgeburtlichen Zustand wähle ich einen neuen Erdenumlauf und dann entscheide ich mich und dann muss ich das durchhalten. Da geht es seitenweise darum und du wirst dich unterstehen. Im Übrigen, da kommt unser Sprichwort Schuster bleibt bei deinem Leisten her, wörtlich. Der Schuster ist sein Beispiel. Der Schuster wird sich unterstehen, auch noch etwas anders als Schuhe machen zu wollen. Und der Witz an der These ist eben, dass er sagt, es kommt im Übrigen auch gar nicht darauf an, dass der das gerne macht und dass er gute Schuhe macht, sondern er muss dabei bleiben. So, ja. Und das ist die älteste Metaphysik des Identitätszwangs, ja, die ist platonisch. Und ich würde sagen, Marx wäre jetzt eine der großen dagegen gerichteten Ontologien oder Marcuse oder Adorno oder so etwas oder alle Feminismen, die sozusagen mit multiplen Persönlichkeiten operieren. Und ich glaube, ich verstehe diese von Sabine geäußerte Befürchtung, ja, aber die, glaube ich, hat sehr stark mit den heutigen Pathologien zu tun, möglicherweise nicht mit den zukünftigen. Aber das ist natürlich vielleicht bloßes Wunschdenken. Okay, danke nochmal für den kleinen Schlenker, Rebecca und Markus und dann nochmal Steven und dann sind wir am Ende. Oh, es ist eigentlich schon gesagt, Sabine hat ja formuliert gehabt, dass dieses Hin- und Hergerissensein, also dieses, man ist weder im Atelier, man ist weder richtig am Geld verdienen, noch ist man richtig irgendwie dabei, den Garten gut zu bestellen. Aber das ist doch das Problem, das resultiert doch gerade aus dieser komischen, falsch verstandenen oder ja aus dem Dysfunktionalität dieser Lohnarbeit, die wir als so das optimale Modell vor uns hertragen, wo ich eben morgens in mein Büro gehe und dann ich selber bin für nichts anderes zuständig als für diesen einen Job, den ich mache. Und ich habe noch nicht mal Zeit oder die Möglichkeit, mir mein Mittagessen selbst zuzubereiten. Und das, was Sabine sagt, ist doch genau das Und, von dem Michael vorher gesprochen hat. Also wie wir sozusagen
die beschränkte und die allgemeine Ökonomie zusammenbekommen. Also wir machen das doch. Also wir Künstler tun das die ganze Zeit. Ja. Also man könnte, ich würde das jetzt nicht so sehen wollen, dass ich sage, ich will jetzt so wie so ein Lohnarbeiter irgendwie 8 Stunden im Atelier arbeiten dürfen und dann mein Essen gekocht kriegen. Also das habe ich auch mal erlebt. Das ist überhaupt sehr, sehr toll. Ja, da kann man ganz toll arbeiten, das stimmt. Aber ich finde, also ein Vorschlag wäre doch mal andersrum. Jeder Lohnarbeiter kocht sein Mittagessen selber. Jeden Tag. Und was passiert dann? Genau. Also, ja, stimmt. Ich weiß nicht, da wir ja zeitlich knapp sind, sollte ich darauf, ich würde einfach zustimmen und dann können wir die nächste Frage noch dazu nehmen, Anne. Was meinst du? Ja, gute Idee. Steven? Und Steven, darf ich dir sagen, wir sind wirklich schon etwas über der Zeit. So. Danke. Erstens, Antrag. Deswegen darf ich dich bitten, im Nachhinein, weil ich habe hier die Adressen von euch allen nicht, mein Ding rumzuschicken, wenn Interesse besteht. Von die Fotos von meinem, ich habe es immer Möhrenvorhang genannt. Ja. Weil jetzt darüber zu sprechen, wird zu lang, denke ich. Ich fasse mich kurz. Vor 10 Minuten, Viertelstunde war die Rede von Kafka und dem Prozess. Ich hatte ein anderes Bild dann zusätzlich, nämlich Kafka und seine Zirkusreiterin. Die steigt ab und sie sagt, zwar in einer völlig tragischen Atmosphäre, nee, mache ich nicht. Mhm. Mache ich nicht. Ich steige jetzt ab. Ihr könnt mich mal so ungefähr, aber nicht so souverän. Ich glaube, die ist bei Kafka nicht so souverän. Es ist nicht lange her, dass ich es gelesen habe. Welche Erzählung ist das? Bitte? Welche Erzählung ist das? Erzählung, ich glaube, die heißt die Zirkusreiterin. Okay. Ich glaube. Dann gibt es einen Film nach einem Roman, einem Buch, 80 Jahre später. Ich glaube, von Arnold Wesker. Ich bin mir nicht mehr sicher. Das heißt übersetzt ins Deutsche, die Einsamkeit des Langstreckenläufers. Ja. Der arbeitet ein ganzes Gefängnisleben durch, erweist sich als sehr guter Langstreckenmarathonläufer, lässt sich einsetzen im Team des Gefängnisses gegen andere Gefängnisse, sein Gefängnis zu repräsentieren, läuft, hält mittendrin inne und sagt, nee, mache ich nicht, ihr könnt mich mal. Und der ist souverän. Warum musste ich, ist eigentlich eine rhetorische Frage, warum musste ich mit meinem Möhrenprojekt, wo ich hoffe, dass das für euch recht ist, wenn es die Anne, nicht Anke, die Anne, nachher euch schickt. Da habe ich auch versucht, sowas auf die Beine zu stellen. Deswegen war dein Buch, Michael, mir so, das offene Tore, boah. Ich habe nämlich mit Möhren gearbeitet, ja, vor einem Museum, wo es auch um ging. Und ich war so frustriert damals, es ist über 30 Jahre her. Warum machen die das alles? Warum fallen die dem anheim? Gut, die haben mehr zu verlieren als ich. Ich war kein bekannter Künstler. Manche, die ein Jahr angehalten wurden, fürs Stadtjubiläum damals was zu tun, waren auf jeden Fall bekannter als ich. Aber trotzdem, wir hatten uns ein Jahr lang getroffen. Bisschen Vorgeschichte, ich halte es knapp. Aber Steven, das glaube ich jetzt echt, ich kenne die Geschichte und die ist etwas. Okay. Ja. Also wenn du das möchtest, dann schicke ich das rum. Alle, die das gerne möchten, können mir ihre E-Mail-Adresse schreiben. Und du hast das ja sehr detailliert auch schon aufgeschrieben. Ja. Ich leite das gerne weiter. Also wer das möchte, schreibt bitte seine E-Mail-Adresse in den Chat. Dann können wir das jetzt, dann erspare ich uns das jetzt. Nur meine Frust damals. Warum macht keiner mit in etwas Gegenläufigem? Warum, wie schade? Halten die alle um? Das hat mich bis heute, so naiv wie ich bin, verwundert. Gegeben der ganze Druck, gegeben die ganze soziale Struktur. Aber warum funktioniert die so gut? Dieses destruktive Wettbewerbsding. Na, so, danke. Jetzt kommt ein Schlussstatement von Michael. Warum? Das ist ja, glaube ich, gerade das ist, glaube ich, das Problem.
wir müssen aufpassen, dass wir die Fragen nicht falsch stellen, weil wenn wir quasi analytische Fragen stellen, die rekonstruieren dann den Weg, den wir zurückgelegt haben bis hierher, mhm, und die haben sozusagen latent die Gefahr, dass sie zu wenig projektiv in die Zukunft gedacht sind. Das heißt, wir brauchen natürlich auch, glaube ich, andere Fragetechniken, andere Rhetoriken, um uns selber, um sozusagen miteinander zu sprechen. Das scheint mir sehr, sehr wichtig. Ja? Also, dass wir, das ist, also gewissermaßen, wo kommt diese positive Energie her? Und insofern würde ich die Frage dahingehend beantworten, sie umzudrehen. Wir würden nicht mehr so sehr dieses Phänomen haben oder wir würden nicht mehr so sehr darunter leiden, wenn es uns gelingen würde, selbstbewusster im eigenen Namen und im Namen aller gewissermaßen konkrete Utopien zu formulieren, auf die Gefahr hin, das habe ich ja vorhin angedeutet in den Passagen, die ich gelesen habe, in den jeweiligen professionellen Feldern, in denen wir arbeiten, als Amateur zu gelten. Ja? Also gewissermaßen, oh, da sind Sie ja gar nicht zuständig dafür, also jetzt zum Beispiel in meinem Fall, innerhalb der sozusagen politischen Theorie oder in der Gesellschaftstheorie, sowas macht man nicht. Ja? Also ich habe zum Beispiel, meine Habilitationsschrift hat den Titel gehabt, die Überwindung der Arbeitsgesellschaft. No-go. Das können Sie nicht machen. Sie können sagen, die doppelte Krise, die Tragödie der Erwerbsarbeitsgesellschaft, so etwas dürfen Sie schreiben in dem akademischen Text. Sie dürfen aber niemals im Titel anklingen lassen, dass Sie die Wissenschaft für zuständig halten, für die Beantwortung der Frage oder teilzuständig halten, für die normative Frage der Beantwortung der Frage, was, in welche Richtung sollten wir uns umorientieren und so weiter und so weiter. Also sozusagen für Fragen praktischer Vernunft. Und das kann man, glaube ich, durchdeklinieren für alle kulturellen Felder, dass wir auf der einen, glaube ich, sozusagen diese Fantasietätigkeit, diese Wunschenergie stärker beleuchten sollten und auf der anderen Seite, glaube ich, das betrifft sehr stark die Künste, auch genauso aber die Wissenschaft, dass wir lernen sollten, diesen Elendsdiskurs, den kritischen Diskurs über die Arbeitsbedingungen, der darf nicht abgespalten werden von der Arbeit, also im Sinne eines permanenten, leicht schlecht gelaunten Gesprächs, sondern der muss Teil der Arbeit werden. Also den müssen wir sozusagen reinholen, also den Talk mit den Auftraggebern, mit den Institutionen und so weiter, der muss Teil der Arbeit sein. Also der muss sozusagen veröffentlichbar sein, der muss sozusagen ritualisiert werden, der muss formalisiert werden, der muss publiziert werden. Ja? Also das heißt, diese Spaltung, glaube ich, zwischen diesen verschiedenen Teilen, hier ist der Inhalt der Arbeit und hier ist die Form und hier ist das soziale Verhältnis, ich glaube, das, da kann man drüber hinausgehen. Also so ist es jetzt die indirekte Antwort auf die Frage, warum. Wunderbar, herzlichen Dank. Ja, ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören, Mitsprechen und bei dir, Michael, für deine Ausführungen und auch nochmal für das Buch. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr im Herbst wiederkommt. Wir schicken euch wieder E-Mails, dann kommt Mashtari Hilal und wird mit uns sprechen und Anna Witz kommt dieses Jahr auch noch. Das wird alles ein bisschen dauern jetzt noch, was Emanuel ja vorhin schon sagte, es wird eine neue Leitung des Landesbüros Bildende Kunst geben und das wird vielleicht auch noch Einfluss haben auf diese Reihe, das werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Geplant ist das, was Emanuel und ich vorbereitet haben, das würde ich auch gerne genauso machen, wie wir beide das gestartet haben und in diesem Format und in dieser Art und Weise auch weiterführen. Vielen Dank ans Zuhören, Mitsprechen. Michael, ganz herzlichen Dank. Danke euch allen. Es war eine Freude und sehr bestärkend, finde ich. Ja, hoffe ich. Fand ich auch. Tschüss. Baci, tschüss. Danke, Michael. Dankeschön, Anne. Danke zusammen und bis ganz bald. Ciao. Tschüss. Vielen Dank. Dir auch. Danke. Bravo. Tschüss. Ciao. Tschüss.